Ah, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich zu sehen, dass ihr von den beiden Geschwistern Amicia und Hugo auch nicht genug bekommen könnt. Die beiden sind mittlerweile auf dem Weg zu Laurentius, aber unterwegs begegnet sie der Inquisition. Und die Sonne verabschiedet sich auch so langsam. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Abenteurer Tommy McGinnis und den nächsten Gefahren in A Plague Tale Innocence. Okay, wie Isa hat es gerade verraten, allen Anschein nach ist meine Theorie tatsächlicherweise Mumpitz. Anscheinend kommen sie doch nur nachts raus. Aus welchen mir nicht bekannten Gründen auch immer. Schauen wir einfach mal. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Auf der Wiese rechts von euch findet ihr bei einem Lagerfeuer das hermetische Gefäß in einem Baumstamm. Das wir natürlich brauchen, liebe Freunde. Also, ran an den Speck. Ich kriege nicht genug von dieser Landschaft, ne? Das ist wirklich, das fühlt sich so an, als wäre man wirklich dort. Das ist jetzt nicht übertrieben dargestellt oder so, soll jetzt auch nicht so überschwänglich, löblich hier präsentiert werden, aber es sieht wirklich, wirklich geil aus. Hey, Hugo, wo willst du denn hin? Da, Luftblasen, sieh mal die Blasen. Ja, Hugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Was ist das? Irgendein Gefäß. Das Zeug da drin sieht komisch aus. Ja, lassen wir lieber die Finger davon. Heb's aber trotzdem auf. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht sind die Ratten gekommen. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Das ist ein komisches Geräusch. Ach, nichts. Ja, gut, Kreuzritter. Haben auch nicht studiert. Amicia, guck mal, diese Brücke da führt zum Bauernhof. Oha, jetzt ist schon ein bisschen spannender. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Ja, und was hat's mit dem Jungen auf sich? Was soll der Lärm? Also, das ist mittlerweile das größere Geheimnis, bezüglich, die Ratten sind natürlich schon krass unterwegs. Klar, warum die so drauf sind, werden wir wahrscheinlich aber nie erfahren. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber. Der Wagen mit den anderen Barrikaden kommt rein. Nein, gar nichts. Aber was es mit dem Jungen auf sich hat? Ist er vielleicht das Heilmittel? Könnte das vielleicht der Grund sein, warum sie ihn so hart suchen oder haben wollten?
Oder waren sie durch ihre Experimente am Heilmittel tatsächlicherweise der Verursacher des Ganzen? War Maman nicht Alchemistin, sondern vielleicht auch eher Hexe? Trotz drohender Gefahr muss gelootet werden. Er hat aber auch einen wirklich sehr schönen rhythmischen Arbeitsumgang, oder? Schön hin, schön her, aller Seelen Ruhe. Mitarbeiter des Monats nennt man das, glaube ich. In der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Okay, tut mir leid, ich sehe kein Fenster. Was war denn das? Lauf, Hugo! Los, na gut. Tja, da ist nichts. Ja, jetzt ich. Ah, Fensterläden waren zu, deswegen suchte ich ein Fenster vergebens. Im Alter kommt halt die Weisheit, aber nicht mehr der Durchblick. Hier weg. Natürlich looten wir auch sofort danach wieder die Ressource erneut, damit wir sie einfach im Repertoire haben, falls wir sie wirklich brauchen sollten. Oh nein, sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Der Hauptmann der Kokonogarde will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Da drüben was gehört. Ich finde die Dialoge so witzig. Vorsicht bei der Landung. Na gut, kein Mucks. Ich hab da drüben was gehört. Vielleicht sollte ich mal nachschauen. Falscher Alarm. Falscher Alarm. Oh je.
Das sollte mir die Sache erleichtern. Auch geil. Rennen und Ausweichen macht weniger Lärm, weil sie einen besseren Gürtel hat. Amicia? Was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Immer schön Mut zu sprechen. Die Wahrheit ist hart. Hugo ist eben doch noch ein Kind. Tut ihm einfach den Gefallen und spielt mit. Lauft dafür geduckt ganz links an der Plantage entlang und guckt nach rechts in die einzelnen Reihen durch die Bäume. Wenn ihr ihn entdeckt, geht hin und erschreckt ihn von hinten. Er bedankt sich mit der Trophäe, hab dich bei euch. Ein Versteckspiel also. Hugo, Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Ja, wer kann es ihn für übel, nicht wahr? Lebt doch lang im Turm eingeschlossen, erinnert ein bisschen an Rapunzel. Möchte der Kleine natürlich auch mal ein bisschen was erleben und Spaß haben, trotz diesen Situationen. Hugo, du hast mich gefunden. Glaubst du wirklich, das ist der richtige Moment für deine Spielchen? Aber willst du, dass die Wachen dich erwischen? Mach das ja nie wieder. Tut mir leid. Geht einmal quer über die Apfelplantage zum Fluss. Folgt ihm dann ein Stück, bis ihr ein Boot findet. Und dort gibt es das Tagebuch eines Alchemisten zu finden. So, so. Gut, den Rat werden wir natürlich folgen. Alles für die kommende Platin-Trophäe, liebe Freunde. Oh nein, er hat Flecken. Das sind Beulen vom Biss. Geh nicht zu nah ran, Hugo. Ist das ein Buch? Notizen, Aufzeichnungen. Er war Alchemist. Oh, er hatte ein schönes Boot. Sie sind hier. Das ist ein Heiliger. Er wird uns retten. Aber er braucht Senior Nicolas Hilfe. Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Sie sind überall. Okay. Den scheinen wir locken zu müssen. Der möchte sich nicht bewegen. Trotz allem müssen wir natürlich warten, bis der rechte Kollege da hinten wieder einmal seine Runde vollzogen hat. Ansonsten rennen wir vom Regen in die Traufe. Scheint, als würde er das Feld bewachen. So, wunderbar. Vom Lärm nur angezogen. Nur der eine wurde vom Lärm angezogen, möchte ich damit natürlich sagen. Und der andere patrouilliert weiter durch das hohe Gras. Nur Geduld. Na gut, niemand hier. Ist nicht gerade meine Stärke. Tatsächlicherweise ist versucht, da durchzurasen. Wir haben doch keine Zeit, liebe Freunde. Ja.
Einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Was war das für ein Geräusch? Das Geräusch, das sehe ich mir besser an. Ja, also Timing, die halbe Miete, liebe Freunde. Doppelt muss man die Leute hier schon ablenken. Nichts zu berichten. Und weiter geht's durch das Stroh. Oder Weizen oder was auch immer das sein soll. Ich hab keine Ahnung. Dann rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Na, nichts zu berichten. Der Herr Lorenzo scheint wirklich ziemlich beliebter Typ zu sein. Überall, wenn wir ihn auf den Spuren sind, auf den Fersen sind, sind auch wieder andere am Start und bewachen ihn. Scheint zumindest so, wie ihr gerade seht. Ansonsten macht der Aufenthalt dieser feuchtfröhlichen Gesellen hier überhaupt keinen Sinn. Gerade weil die Nacht dann doch immer näher rückt. Aber die große Preisfrage ist, wo versteckt man sich vor Ratten, die überall reinkommen? In Kellergewölbe, in Dörfer, in Häuser, auf die Felder. Wahrscheinlich in hohen Türen. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Sehr gut. Abgefunzt. Und wieder einmal durch. Es scheint so, als hätten wir diese Passage fast überstanden. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Ich werde dir helfen. Na gut. Zug, was ist da los? Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Die kleine Amicia ist eine gute Schwester. Obwohl sich die beiden kaum kennen, muss ich sagen, finde ich ihr Verhältnis sehr schön. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Ach, nichts. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja, gut. Hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, wir erinnern uns trotzdem daran, dass die Erwachsenen geflohen sind. Oha! Beruhige dich, es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Dann los, gehen wir. Was für Massen, ey. Was muss das für ein Paradies gewesen sein für die Ratten, ganz ehrlich.
wenn man unbeschadet einfach mal nachts rauskommen kann und machen kann, was man will. Oh nein! Wenn es Nacht wird, kommen sie raus! Alles ist gut, dass wir ihnen nicht zu nahe kommen. Wir brauchen Feuer! Wir müssen hier raus! Ah, Amicia, da oben ist Feuer! Los! Die Fackel, die sind sehr feindlich! Komm schon, schneller! Kletter hoch, ich helfe dir! Na gut. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Ach, mein Gott. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Okay, der Schweinefriedhof, liebe Freunde. Dass sich hier Ratten rumtummeln, wundert wohl niemanden mehr. Deswegen der Rückzug. Ein weiteres wahres Paradies für diese Viecher. Boah. Dass die überhaupt Interesse noch an Menschen haben in diesem Szenario, ist schon sehr befremdlich. Sehr merkwürdig. Bei so viel Auswahl an Nahrung muss das hinterfragt werden. Gehen wir. Ja. Los, nochmal. Oh je, schnell wieder zurück. Das war eine Fehlentscheidung, diesen Weg zu gehen. Dann doch über Safety First. Alter, guckt euch diesen Schweinefriedhof an. What the fuck, Alter? Komm schon, fast geschafft. Amicia, warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Macht tatsächlich Sinn. Der ist so schwer. Ich nicht reden. Schieben! Geschafft! Wir haben's geschafft! Hallo, Laurentius! Sch, Hugo! Aber... Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Wo läuft der Kleine hin? Es ist so dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Und Collectible incoming? Hochdrehende Kurbel? Nein. Auch so klassisch, oder?
So wie... Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. So wie hinter Wasserfällen verbergen sich Schätze. So. Reine Klassiker der Gaming-Kultur. Oh, du lebst ja noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Ja, ein bisschen was muss man zurückbehalten. Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Wenn ihr den Hof nach Ressourcen untersucht, vergesst nicht den hintersten Bereich. Dort wächst eine Akelei für Hugos Herbarium. Was tut es? Eine Akelei? Es muss eine Blume sein, nehme ich mal an. Ansonsten ist mir das nicht geläufig, was das sein soll. Fiese Stelle für eine Pflanze, heilige Scheiße. Ja, das sieht gut aus, da am Baum. Amicia, eine Blume. Hugo, das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du? Bitte. Na schön, geh schon. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Eine Akelei. Wieder was gelernt? So, und wieder mal Tür versperrt. Durchs Fenster. Verschlossen. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Oh, die Qual der Wahl. Für was muss ich entschieden werden? Munitionstasche, Beutel oder Bänder? Die Wahl fällt auf die Munitionstasche. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Eine gute Wahl, wenn ihr mich fragt. Genug Munition zu haben, ist immer gut. Wenn ihr hier nach oben geht, betretet als erstes den rechten, also den hinteren Raum und sammelt dort die nächste Kuriosität ein. Okay, scheint wichtig, weil man wahrscheinlich damit von einer Cutscene gesprengt wird. Also, immer schön den Rat der kleinen Isa folgen. Nur so klappt's auch mit der Platin. Diese Zeichnung, was soll das sein? Wirklich hübsch. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel. Fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia.
die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition hier. Jedoch, sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Ein uraltes Übel also, das in der Familie de Ruhn haust. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Was auch immer das zu bedeuten hat. Das Zeug ist in der Scheune. Los, sie sind hineingelangt. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Blitz. Die Laterne. Schon in Ordnung. Los! So. Ach, tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Und werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch weitergeschickt werden. Okay, der Hugo geht zum Pferd. Der Lukas, so hieß er doch, glaube ich, ne? Zur Scheune, um irgendein Ritual zu vollführen. Ich weiß es nicht. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Herbe Schicksale hier für die guten Tiere. Ist natürlich so eine Sache für alle Tierliebhaber, nicht wahr? Dass man die Tiere opfern muss, um eben an sein Ziel zu kommen, aber... So ist es gut. Und gut kaum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Kletter hoch. Jetzt verhalten sich die beiden aber wie Geschwister. Schön am Zicken. Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Weil wir jetzt Schinken produzieren. Nein, Amicia, was machst du? Tut mir leid, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Ja gut. Sie selber noch ein halbes Kind. Der Junge natürlich noch total grün hinter den Ohren. Dass die natürlich solche Sätze von sich geben, ist klar wie Kloßbrühe. Ich gehe zuerst. Ja, gewiss. Ja, gewiss. Geht, Holdemeiz. Wenn jemand sterben sollte, dann ihr. Kommt, hier rüber. Ein richtiger Kavalier. Armes Schweinchen. Boah, schaut euch das Skelett hier an. Alter Abwehrwohltäter. Knabbert echt alles ab. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön.
Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Und beiden müssten mehr als genug haben. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf, eine alchemische Vereinigung. Das ist, einfach Alchemie. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Wird er sterben? Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. Schön formuliert. Dämonen. Dieser Ofen. So einen nennt man Atanor, glaube ich. Levita extractam sic. Das ist Latein. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Ab hier könnt ihr Geschosse herstellen. Das solltet ihr auch des Öfteren tun. Nicht nur, weil ihr sie braucht, sondern weil es auch für 100 Geschosse eine Trophäe gibt. So. Da stellt sich mir die Frage, kann man diese 100 Geschosse in einem Spieldurchlauf hinkriegen? Oder braucht man dafür mehrere? So, es ist... Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein! Das Ignifa, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? So, der Lehrling hat uns also gezeigt, wie man das hier richtig macht. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ratten, zurück! Das Ignifa, wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen wir die Flammen nicht ins Gesicht. Du zuerst. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Folgt mir. Gut. Mich überkommt das Gefühl, dass der gute Laurentius mittlerweile nicht mehr ganz so frisch sein sollte. Die Beule in sein Gesicht verriet es schon. Das ist absehbar. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein! Amicia! Die Ratten! Die Lichter sind aus! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeld! Vorsicht! Tu doch was! Wir müssen weg! Jetzt! Hey, halt! Wir brauchen dich! Seht, das Pferd! So, scheint, als hätten wir mittlerweile eine kleine Kinderbande am Start. Wir müssen hier weg! Hugo, Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er uns? Zum Fluss! Gleich hinter der Mühle. Na dann los!
Das finde ich immer richtig nice, dass man die Mühle benutzt, um eben das Feuer zu entfachen. Das ist eine coole Idee. Okay. Aber können Ratten nicht schwimmen? Ratten können schwimmen. Ja, Laurentius, meine Fresse. Beim lebendigen Leibe verbrannt zu werden. Oha. Naja. Wie es scheint, stürzen Amicia und Hugo von einer Flucht in die nächste. Aber mittlerweile sind sie wenigstens nicht mehr alleine, denn der gute Lukas scheint sie erstmal zu begleiten. Allerdings, wie es aussieht, rückt ihr Ziel mit jedem Schritt, den sie vorwärts tun, in immer weitere Ferne. Ob sie das überhaupt noch erreichen, das werden wir uns in den nächsten Einträgen vom Abenteuer-Logbuch A Plague Tale Innocence gemeinsam ansehen. Auf jeden Fall. Wenn ihr das denn möchtet. Sicher doch. Am besten abonniert ihr dafür den Kanal und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Und wenn es euch bis jetzt gefallen hat, könnt ihr auch gerne noch ein Like dalassen. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play. Ihr wisst Bescheid.